Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meiner Lernvideoreihe Einfach schneiden mit dem CyberLink PowerDirector in der Version 15. Heute möchte ich euch etwas erzählen zum Produzieren eines Videos. Da klickt man im PowerDirector diese Registerkarte Produzieren an und dann kriegt man ganz viele Videoformate angezeigt. Und ich möchte euch heute etwas Licht ins Dunkel bringen, um euch aufzeigen, mit welchem Videoformat ihr am besten euer fertiges, geschnittenes Video dann produziert. Gehen wir aber erst nochmal auf Bearbeiten. Weil bevor ich diese zweite Frage beantworte, muss ich wissen, welches Videomaterial steht mir denn überhaupt zur Verfügung. Ich habe hier in meinem Medienraum schon einige Videoclips reingezogen und man sieht anhand der Dateinamen, dass es sich hier schon um verschiedene Kameras handelt, mit denen ich das aufgenommen habe. Und somit muss ich mich erstmal vergewissern, wie wurde denn das Ausgangsmaterial aufgenommen. Das mache ich am einfachsten. Rechtsklick, es öffnet sich ein Fenster, Eigenschaften anzeigen. Und hier sehe ich letztendlich, mit welchem Codec zum Beispiel aufgenommen wurde, mit welcher Bitrate oder auch mit welcher Größe ich aufgenommen habe. Schauen wir uns das in Ruhe mal an. Hier sind nur reine Dateiinformationen, das ist eine MP4-Datei. Hier sehe ich noch den Dateinamen und wann es erstellt wurde. Dann ist hier diese Information schon etwas wichtiger, nämlich der Typ ist eine H.264 AVC-Datei. Das ist ein Codec, der verwendet wurde hier, um das Videomaterial zu komprimieren, schon innerhalb der Kamera. Dann sehe ich die Auflösung, also Full HD. Und ganz wichtig, mit 60 FPS habe ich das aufgenommen. Gut, 16:9 Seitenverhältnis ist ja heute Standard. Okay, wenn ich diese Information habe, das merken wir uns mal. Und jetzt schauen wir uns hier die von der DJI die Aufnahmen an, machen das gleiche Prinzip, rechte Maustaste, Eigenschaften drücken und dann habe ich wieder die gleichen Informationen. Auch der gleiche Komprimierungsstandard sehe ich hier oben. Auflösung ist allerdings etwas höher. Das ist dann 2.7K, also nicht komplett 4K, sondern so ein Zwischending zwischen Ultra HD und Full HD, so ein bisschen besser. Und hier sehe ich allerdings die Bitrate von nur knapp 30 FPS. Diese zwei Informationen müssen wir uns merken, damit nachher das Ausgabeformat das richtige ist. Ich habe hier in der Timeline mein Video geschnitten und bin soweit zufrieden mit dem Ergebnis. Das heißt, es passt soweit alles. Dann kann ich im letzten Schritt dazu übergehen und sagen, alles klar, ich möchte jetzt das Video produzieren. Dafür klicken wir hier oben auf diese Registerkarte produzieren. Dann dauert es einen kleinen Moment, dann springt das um und dann sehe ich hier eine ganz große Auswahl an Möglichkeiten, wie ich das Video produzieren kann. Wichtig ist mir immer im Vorfeld klar zu werden, wo möchte ich das Video denn veröffentlichen. Möchte ich es auf YouTube zum Beispiel veröffentlichen, dann ist MPEG-4 das normal aktuelle Standard-Containerformat. Möchte ich es als DVD zum Beispiel mir auf eine DVD oder Blu-ray brennen, dann muss ich ein anderes Format wählen. Wir klicken mal peu à peu alles durch und ich erkläre so ein bisschen, was sich dahinter verbirgt. Manche Sachen sind natürlich auch schon ein bisschen älter. Also AVI-Format. Das ist ein originäres Rohdatenformat, was mal entwickelt wurde ohne Kompression. Ist von Microsoft entwickelt. Die Vorteile von AVI sind die weitere Verbreitung bei Software und Hardware. Allerdings, das ist wirklich richtig oldschool. Also ein AVI, was zu erstellen, ist heutzutage nicht mehr zeitgemäß. Hier sehe ich auch, was kann ich denn für Profiltypen auswählen. Das ist noch, wenn ich mit der ganz alten, klassischen analogen Kamera, einer DV-Kamera, zum Beispiel Videomaterial habe, dann habe ich hier auch nur diese zwei Profiltypen. Also von daher eigentlich in der heutigen Zeit nicht mehr aktuell. Das sieht man auch schon an der Auflösung. Früher war halt 720x480 ein Standardformat, ja, und dann hatte ich 60i oder 50i. Das ist letztendlich Halbbilder, über die wir hier reden, ja, weil das PAL-System einfach damals nicht mehr ermöglicht hat. Von daher, ich glaube, diese Karte können wir ganz schnell vergessen. MPEG 2, das ist noch ein bisschen aktueller. Die Abkürzung für MPEG steht für Moving Pictures Expert Group.
Warum heißt das so? Von einer Expertengruppe entwickeltes Videoformat mit standardisierten Komprimierungsverfahren. Die Vorteile von MPEG-Filmen sind die vergleichsweise kleinen Dateien bei dennoch guter Bildqualität. MPEG-2-Filme sind in der Praxis MPEG-1-Filmen in Sachen Auflösung und Bildqualität überlegen. Ja, aber auch hier reden wir von einer Vergangenheit. Also damals war es, als die Fotografie und die Videofilme einfach digital wurden, war das hier ein ganz großer Schritt. Das kann man sich vorstellen wie MP3 damals bei den Musikproduktionen. Das sieht man auch hier wieder an diesen Möglichkeiten, die ich auswählen kann. Aber Full HD war schon möglich. Zum Beispiel mit 24 Vollbildern. P steht immer für Vollbilder und I steht immer für Halbbilder. Auch hier hat das was mit dem PAL-Standard zu tun. Aber immerhin konnte ich schon diese Full-HD-Auflösung generieren. Natürlich, wenn ich jetzt hier nicht PAL, sondern zum Beispiel dieses Format auswähle, dann sind es nicht mehr 30, sondern 60. Bleiben wir aber bei PAL, weil das ist ja bei uns üblich. Wir können auch das Österreichische nehmen, das ist vollkommen egal. Da gibt es keine Unterschiede in den einzelnen Ländern, zumindest in den normalen westeuropäischen Industrieländern nicht. Okay, kann man wählen? Auch in der heutigen Zeit ist es noch möglich, dass man das wählt. Wir gehen mal weiter. Windows Media. Ja, da steht schon in der Beschreibung und man sieht hier in der Auflösung auf einem Pocket-PC. Also ich habe nie einen Pocket-PC besessen. Ich weiß auch nicht so genau, was das ist. Deswegen habe ich noch nie einen Film in Windows Media erstellt, weil das einfach für mich hier nicht relevant ist, in dieser Auflösung was zu produzieren. Natürlich kann ich auch andere Auflösungen produzieren, aber man sieht schon hier, hier wird so stark komprimiert, hier geht es wirklich darum, auf Ausgabegeräten das wiederzugeben, wo die Dateigröße ganz entscheidend ist. Auch hier habe ich noch nie was produziert. Jetzt kommen wir mal zu einem Format, was von Sony entwickelt wurde. Dieses Format hat einen ganz speziellen Codec. Da gibt es auch ganz lange Patentlisten und so weiter. Also es hat relativ lange gedauert, bis dieses Format entwickelt wurde und wird speziell in Sony-Kameras angeboten. Da ich auch mit einer Sony-Kamera filme, ist das für mich mein priorisiertes Format. Wir gucken uns mal an, was hier alles möglich ist. Wir gehen erstmal auf Standard, gucken uns das an. Und das ist eine MP4-Datei, die am Schluss rauskommt. Und hier habe ich verschiedene Möglichkeiten. Also sprich, hier sehe ich immer die Auflösung. Wir bleiben natürlich mindestens bei Full HD. Und diese 24p, das sind 24 Vollbilder pro Sekunde, die hier ausgegeben werden beim Rendern. Das ist das klassische Kinoformat. 25p ist das klassische PAL-Format. Das ist so für Fernsehproduktion. Dann habe ich hier 50p. Oder ich kann natürlich jetzt auch in den Sektor 4K gehen und kann hier dann nochmal auswählen zwischen 24p und 25p und sogar 50p. Also hier habe ich die komplette moderne Bandbreite, was es alles an Möglichkeiten gibt, abhängig davon, wie ist mein Eingangsformat. Und hier möchte ich nochmal kurz zurückkommen, weil wir haben ja hier uns angeschaut, diese Aufnahmen wurden gemacht mit 60 FPS und die Drohnenaufnahmen wurden gemacht mit 30 FPS. Wenn ich jetzt in meinem Ausgabeformat nicht genau das beachte, dass ich hier ein Mischmasch habe von zwei Kameras, dann kann es passieren, dass nachher die Videoqualität komisch aussieht. Und zwar nicht, dass es flimmert oder sowas, sondern es fehlen mir einfach Bilder. Weil wenn ich ein Originalformat habe mit 30 FPS und das Ausgabeformat stelle ich dann ein auf eine höhere Zahl, als Bilder vorhanden sind, in diesem Falle 50p, dann muss das Videoprogramm einfach Bilder dazwischen entwickeln. Das heißt, hier gibt es einen Algorithmus im Hintergrund, der versucht einfach die fehlenden Bilder dazu zu rechnen. Das funktioniert leider so in der Praxis nicht. Und gerade bei Aufnahmen, wo Bewegung drin ist, zum Beispiel jetzt hier gleich sieht man das, dass geschwenkt wird mit der Drohne, dann habe ich sozusagen ein Ruckeln in diesem Bild. Jetzt gerade, wenn die Drohne schwenkt,
Das war natürlich ein schlechtes Beispiel, sie schwenkt nicht. Aber hier sieht man es ganz deutlich, die Drohne bewegt sich und hier hätte ich dann auf einmal diese Zwischenbilder, die komisch für das Auge wirken. Deswegen immer aufpassen, was man hier wirklich macht. Und in diesem Falle ist immer die schlechteste Qualität das Maß für die Ausgabequalität. Also in dem Fall kann ich maximal auf 30 gehen. Okay, wir sind im europäischen PAL-Verfahren, da gibt es keine 30, also nur 25p. Ja, das heißt, das wäre mein maximal mögliches Ausgabeformat, wenn ich mein Eingangsmaterial zugrunde lege. Dieses Videoformat kann ich natürlich auch verwenden, wenn ich jetzt keine Aufnahmen habe, die ich mit einer Sony-Kamera gemacht habe, wie zum Beispiel hier. Ich zeige es nochmal, das ist mit einer Action-Cam gemacht und das ist mit einer DJI-Drohne gemacht. Also keins von beiden hat irgendwas mit Sony zu tun, funktioniert aber beim Produzieren sehr gut. Und da hier die Kompressionsrate relativ hoch ist und die Qualität sehr gut, habe ich mich für dieses Format entschieden, das als Dauerlösung auszuwählen. Damit habe ich sehr gute Ergebnisse erzielt. Gleichzeitig lade ich ja meine Videos auf YouTube hoch und da habe ich einfach einen sehr guten Kompromiss gefunden zwischen Videogröße und Verwendbarkeit auf Streaming-Plattformen. Das nächste Format, was wir haben, ist klassisch Oldschool. H.264. Ich weiß nicht mehr genau, wann es entwickelt wurde, ist aber schon viele Jahre her. Ist auch ein MPEG-4-Format. Und als Full HD noch was Besonderes war, war man ganz glücklich über dieses Format, weil man hatte endlich mal die Möglichkeit, Full HD-Aufnahmen so zu komprimieren, dass sie für den normalen Umgang, für den Endverbraucher auf seinem Standard-PC damals gut handelbar waren. Und deswegen hat sich dieses Format auch bis heute gehalten und ist die Ausgangslage für dieses Format. Das ist sozusagen die Weiterentwicklung, weil wir nämlich in der heutigen Zeit ja nicht nur über Full HD sprechen, sondern insbesondere 4K-Dateien reden. Und das heißt, wir müssen letztendlich die Videodateien bei deutlich höherer Qualität, sprich Bitrate und so weiter, müssen wir sie ja deutlich stärker wieder komprimieren, auch wenn der Speicherplatz heutzutage nicht mehr richtig viel Geld kostet. Aber trotzdem geht es ja darum, dass ich handelbare Dateien habe. Und wenn ich mobil optimierte Dateien anbieten möchte, die ich auf einem Handy abspiele, dann ist die Dateigröße doch wieder ein entscheidender Faktor. Wir schauen uns aber nochmal das hier im Detail an. Also letztendlich kann ich hier immer auswählen den Profiltyp, Standard oder Benutzer definiert, ja. Ich habe nichts Benutzer definiert, weil ich einfach in dieser Liste das finde, was ich brauche. Ganz ehrlich gesagt. Ja, hier habe ich alle Möglichkeiten, Größen mir auszuwählen. Ja, und von daher brauche ich da nichts, was selbst zu definieren. Sollte ich aber doch sagen, ich möchte auf jeden Fall was selbst definieren, ja, dann stehen mir hier noch die weiteren Möglichkeiten zu. Das heißt, ich erstelle hier ein eigenes Profil, vergebe mir einen eigenen Namen. Dann wird hier, sage ich mal, viel Information zu den technischen Angaben gemacht. Ja, aber das Wichtigste sind, sage ich mal, immer so diese Angaben Breite, Höhe, Bitrate natürlich, also 25 Bilder. Progressiv sind Vollbilder, Profiltyp hoch, Profil und so weiter und so weiter. Hier sehe ich sogar noch was zum Audiocode, also 192 Bitrate für Audiocode, das ist von der Qualität okay, das passt, das ist so standardgängig, man kann es auch höher schrauben, aber dann das menschliche Gehör nimmt das kaum wahr, gerade nicht bei Videofilmen. Audiomodus ist Stereo, Geschwindigkeits ist Qualitätsmodus und so weiter und so weiter. Dann gehe ich in die Videoeinstellungen und hier kann ich natürlich jetzt auswählen, wie soll mein Video denn ausgegeben werden. Wir bleiben auf Full HD, machen 25, weil das Ausgangsmaterial ist ja nur maximal 30 FPS groß, eigentlich nur 29.97. Deswegen ist 25 das richtige, die richtige Bitrate. Progressiv natürlich, weil wir wollen Vollbilder haben. Wir haben auch mit Vollbildern aufgenommen. Ja, hohes Profil. So, und jetzt kann ich hier noch weitere Einstellungen machen. Da habe ich aber noch nie was verändert.
Wichtig ist, ich nehme den Qualitätsmodus und dieses Deep Locking verwenden auf jeden Fall. So, und Audio, das ist auch die Audiokomprimierung, ist hier Standard für Videoformat, kann ich auch gar nichts auswählen. Auf Stereo, weil ich habe auch nur Stereo-Material. Und jetzt könnte ich natürlich noch hier hochgehen, aber man muss halt immer den besten Kompromiss finden. So, auf Profilname geben wir jetzt mal was ein, machen wir daraus Test, dann ist das unser eigenes Profil, wir haben es erstellt und jetzt sehe ich hier quasi meinen Profilnamen Test, Benutzer definiert und ich weiß ja, was ich dort eingestellt habe. Ich kann natürlich auch auf alle gehen und dann würde mir hier auch noch Test angezeigt werden. Alles klar, wir haben diese Auswahl gemacht, es wird mir hier angezeigt. Wenn ich mir nicht ganz sicher bin, dann lese ich hier einfach noch mal kurz nach, was das Endergebnis ist. Habe ich noch nie verwendet, diese Funktion hier, den Theater-Sound. Ich habe auch noch nie großartig einen Unterschied festgestellt. Und für meine Videos, die ich benötige, ist das keine Option, die ich anwende. Hier unten braucht man nichts auszuwählen, weil das für dieses Videoformat zwar möglich ist, eine Hardware-Videokodierung, aber auch hier habe ich noch nie einen Unterschied festgestellt, dass dadurch irgendwas besser erfolgt oder dass ich gar große Geschwindigkeitsvorteile generieren kann. Deswegen lassen wir das einfach mal außen vor und kommen auf das nächste Format, H.265HEVC. Wie ich schon sagte, das ist die Weiterentwicklung und gerade für 4K-Videodateien ist das letztendlich das neue Komprimierungsverfahren. Auch hier habe ich noch die Möglichkeit zu sagen, welches Videoformat, also welches Containerformat soll das werden. MP4 ist das für mich. Okay, es ist immer die gleiche Logik, ich gehe gar nicht weiter groß drauf ein. Und hier kann ich jetzt noch auswählen das Audioformat. Also wenn ich nur Audio haben möchte, das ist kein Videoformat. Das heißt, ich generiere hier nur einen Audio-Stream von. Nachdem ihr alle Einstellungen gemacht habt, könnt ihr hier euren Dateinamen auswählen bzw. den Speicherort feststellen. Das ist in meinen Voreinstellungen der Pfad, den ich hier angegeben habe. Das ist der Standardname. Auch den könnte ich natürlich in meinen Einstellungen beliebig anpassen. Wenn ich auf Speichern gehe, dann ist das hier bestätigt. Hier sehe ich nochmal die Situation auf meinem Laufwerk, wie viel entsprechend frei ist, das sagt er mir dann auch zum Beispiel in verfügbare Zeit für dieses Format. Das heißt, ich könnte jetzt hier über 118 Stunden Videoformat aufnehmen. Ich kann auswählen, ob mir die Vorschau angezeigt wird oder nicht. Dann gehe ich auf Starten, der Renderprozess beginnt, ich habe die Vorschau ausgewählt und jetzt sehe ich letztendlich, was das Programm hier an Videomaterial rendert. Hier oben sehe ich den Fortschritt. Und hier noch eine wichtige Funktion, wenn ich viel Videomaterial habe, was sehr lange dauert oder ich habe viele Effekte drauf, dann kann ich hier auswählen, dass der Computer nach der Produktion sich ausschaltet. Sprich, ich kann das ganze Ding über Nacht laufen lassen. Hier diese Information ist auch nochmal richtig wichtig, weil hier sehe ich, ungefähr 8 Minuten dauert es jetzt, bis dieses Video gerendert wird. Dass das momentan so ein bisschen ruckelt, liegt natürlich daran, wir sind in voller Last für den Rechner, er rendert gerade, deswegen ist das hier keine flüssige Vorschau. Ich verzichte auch auf eine Vorschau, weil ich weiß ja, was ich geschnitten habe. Naja, dann lassen wir den mal rendern und am Ende des Rendervorgangs kriege ich dann eine Bestätigungsmeldung und dann kann ich das fertige Filmchen mir angucken. So viel zum Thema Ausgabeformat. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar offene Fragen beantworten. Und es hat euch gefallen. Ich bedanke mich für das freundliche Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.